erstmal zusammengefasst die zwei Spiele von Donnerstag und heute. Wir hatten Donnerstag Flittert hier gehabt, einen sehr guten Bezirksligisten. Da haben wir so ein bisschen die Jungs laufen lassen, die aktuell ein bisschen weniger Spielzeit hatten oder auch die aus dem Urlaub kamen oder aus einer Verletzung. Ich glaube, das haben wir da auch sehr ordentlich gemacht, haben da hochverdient 2-1 gewonnen, hätten auch höher gewinnen müssen. Ich glaube, da wird der Manu mir nicht böse sein, wenn ich das sage. Und heute haben wir natürlich mit Düren hier ein ganz anderes Brett gehabt, wirklich ein Top-Favorit, also nicht nur Top-Favorit, also wenn die nicht aufsteigen sollen in der Mittelrheinliga, dann läuft da einiges falsch. So ein bisschen das Hohkeppel aus der Mittelrheinliga. Ich glaube, wir haben es gut gemacht heute, 2-2. Der Gegner macht 2 Tore durch Standards, wir sind 1-0 in Führung, hochverdient in Führung in der Halbzeit, muss man auch sagen. Ich glaube, der Trainer Giuseppe wurde etwas lauter in der Kabine in der Halbzeit. Ich glaube, da hätte es auch gerne 2-0, 3-0, 3-1 stehen können. Und das haben wir sehr, sehr mutig, sehr, sehr aggressiv, sehr gut verteidigt. Und ja, wenn wir da, wo wir da eine Führung waren, war es für den Gegner schwer, das zu dann haben wir gut verteidigt, standen wir sehr kompakt, sehr gut und immer wieder Nadelstiche gesetzt, die dem Gegner wehtaten. Da war natürlich dann auch irgendwann eine Kraftfrage jetzt in der Phase der Saison, wobei ich auch da glaube, wird es noch länger dauern als erster Spieltag nach diesen 9 Monaten Pause, bis man da wirklich in den Groove kommt. Das gilt für alle Vereine. Dann kriegen wir, wie gesagt, 2 Standarddinge in der zweiten Halbzeit. Kein Gegentor aus dem Spiel heraus, was uns freut. Dennoch müssen wir natürlich Standards besser verteidigen. Und machen dann auch noch das 2-2. Für den Tugay freue ich mich auch, er ist getroffen. Und ja, ich glaube, wir haben heute einen Gegner wehgetan. Und ich glaube, dem Gegner wird das auch eine Lehre sein, so ein bisschen das Testspiel heute. Weil in der Mittelrheinliga wird jeder Gegner so gegen Düren agieren wollen. Genauso gegen Hohkeppel jeder Gegner in der Landesliga agiert. Mit Aggressivität, mit Mut, mit Leidenschaft, mit Wille, mit Disziplin. Ich glaube, wir sind sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden, haben, glaube ich, keinen wirklich verletzten Spieler mitgenommen aus dem Spiel. Und das waren jetzt gute Einheiten nach dem Fortuna Köln-Spiel, was uns ein bisschen enttäuscht hatte mit dem Drumherum. Und deswegen sind wir sehr, sehr zufrieden, gehen zufrieden jetzt in eine 2-tägige Pause. Und dann geht es am Dienstag weiter, Mittwoch sind wir in Bergisch Gladbach und dann versuchen wir, im Helge-Hohl weh zu tun. Schönes Wochenende.